Ja, heute soll es also um die Treiberschaltung der Portpins gehen, also darum, wie die Portpins elektrisch angesprochen werden, wenn wir dort eine 1 oder eine 0 schreiben wollen, beziehungsweise wenn wir aus den Ports lesen wollen. Gut, gucken wir uns mal das Programm von der letzten Woche an. Dort hatten wir eine hexadezimale 1,1 in den Port geschrieben. Das Programm lade ich dann mal auf den Emulator. Und dann werden wir gleich sehen, dass lass mir den Port mal eben anzeigen, schreibe mal eine 1,1 da rein und wir haben beim letzten Mal auch schon gesehen, dass wir, wenn wir dort eine 1 in den Port geschrieben haben, dass wir dann den Port PIN elektrisch auch ändern können. Das heißt, wir können den auf 0 Volt ziehen bzw. auf Halbpegel ziehen, hier entsprechend genauso. Aber wenn eine 0 in den Port-Pin geschrieben worden ist, dann können wir das eben nicht. Und der Emulator gibt eben diese Fehlermeldung, dass wir den Pin als Input-Pin oder als Output-Pin konfiguriert haben und nicht als Input-Pin. Die Fehlermeldung bekommen wir bei dem physikalischen Mikrocontroller natürlich nicht. Und wie der sich verhalten würde, beziehungsweise warum man eine 1 in den Port-Pin schreiben muss, wenn man aus dem Port lesen will, das gucken wir uns jetzt an. Gut, gucken wir uns das hier einmal an. Zentraler Baustein eines solchen Port-Pins, und das gilt für den Fall für jeden Port-Pin, also pro Port 8-mal, haben wir als zentralen Baustein ein Latch. Das ist ein Flip-Flop. Ich zeige mal einen D-Flip-Flop hier auf. So ein D-Flip-Flop ist letztendlich ein Speicher, um ein Datum zu speichern. Hier ist der Eingang, ist das D. Und ich habe hier noch einen Clock-Eingang, mit dem ich letztendlich das D, also die Information, die ich hier oben eintrage, hier hinten wieder ausgeben kann. Das wäre das Q. Das heißt, das Q ist gleich 1. Wenn ich eine 1 da reinschreibe und wenn ich eine 0 hier reinschreibe, dann bekomme ich hier am Ausgang auch eine 0. Und diese 0 bzw. die 1 wird im Prinzip an dem Ausgang gespeichert. Unten habe ich noch einen zweiten Ausgang. Das ist das Q nicht. Das heißt, ich bekomme letztendlich mein Q einfach nur invertiert hier ausgegeben. Und das kann ich gut gebrauchen, weil ich dann anschließend meine Treiberschaltung für meinen Ausgangspin dort konfigurieren kann oder beziehungsweise erstellen kann. So, wie sieht der Ausgang jetzt aus? Wir haben hier, da nutzen wir hier dieses nicht, und zwar nutzen wir diesen invertierten Ausgang, um letztendlich einen Transistor anzusteuern. Ich mache das mal so schematisch, das soll so ein Transistor sein, der hier auf Masse gezogen wird. So. Und hier oben habe ich einen Pull-up-Widerstand. In Wirklichkeit im Mikrocontroller ist das eine Transistorschaltung hier oben, aber die wirkt so ähnlich wie ein Widerstand. So. Und hier über diesen Widerstand kann ich letztendlich meinen Ausgang hier, meinen Ausgang-Pin, den ich hier habe, ich schreibe da mal Pin rein. So, das ist der Ausgang-Pin. Den kann ich letztendlich auf High oder auf Low schalten. Das heißt, wenn ich hier eine 1 gespeichert habe, dann habe ich hier oben eine 1 im Latch, also im D-Flip-Flop, entsprechend hier unten eine 0. Diese 0 sorgt dafür, dass der Transistor sperrt. Und dann letztendlich habe ich hier an dem Pin ein High-Signal über diesen Pull-Up-Widerstand. Das heißt, wenn ich hier 5 Volt habe und der Pin zieht relativ wenig Strom, dann fällt hier an dem Widerstand auch wenig Spannung ab. Das heißt, ich habe hier auch ungefähr 5 Volt. Wenn ich hier eine 0 abspeichere, dann ist Q gleich 0 und Q nicht entsprechend 1, also beispielsweise 5 Volt. Der Transistor hier unten würde leiten und würde diesen Punkt hier oben gegen Masse ziehen. Das heißt, ich hätte hier am Ausgang entsprechend eine 0. So funktioniert das Schreiben eines Portpins. Das heißt hier, das
geht in die Richtung, letztendlich ist hier noch eine Schaltung, das ist mit dem Bus angeschlossen, aber da geht es ums Schreiben. Hier habe ich also die Möglichkeit, entweder Einsen oder Nullen auf den Portpin zu schreiben. Beim Lesen sieht es entsprechend anders aus. Ich zeichne hier mal meinen Leseanschluss an. Und dann hier rüber. So, das soll jetzt der Anschluss zum Lesen sein. So, und jetzt wechsle ich mal eben die Stiftfarbe, damit ich da mal mit Rot was zeichnen kann. Sieht ein bisschen besser aus. So, da sind wir auf Rot. So, wenn ich jetzt eine 1 hier reinschreiben würde, das heißt, ich habe hier eine 1, dann habe ich hier am Ausgang auch eine 1, dann habe ich hier eine 0. Und dann würde dieser Transistor sperren, das heißt, ich hätte hier eine Unterbrechung. Und dann würde ich hier in dem Leseingang genau das lesen können, was hier angelegt wird. Das heißt, wenn hier eine 0 anliegt, also 0 Volt, wenn der Pin also gegen Masse gezogen werden würde, dann hätte ich hier auch ein Massepotenzial. Und wenn ich hier eine 5 Volt, beispielsweise auf jeden Fall ein High-Signal, eine 1, lesen würde, schreiben würde, dann hätte ich hier entsprechend genauso diese 1 auch gelesen. Das heißt, diese Schaltung funktioniert, wenn hier eine 1 geschrieben worden ist. Wenn jetzt eine 0 geschrieben worden wäre, da will ich jetzt nicht hin, ich streiche das mal durch. Wenn jetzt also eine 0 geschrieben worden wäre, dann hätte ich hier im Ausgang auch eine 0. Und Q nicht wäre an dieser Stelle 1 und dieser Transistor würde durchleiten. Das heißt, der würde im Prinzip diesen Punkt immer gegen Masse schalten. Das heißt, ich hätte hier eine leitende Verbindung gegen Masse. Mit der Konsequenz, dass ich, wenn ich hier eine 0 am Pin habe, wenn der Pin also hier gegen Masse gezogen wird, dann würde ich hier auch eine 0 lesen. Wenn ich hier aber eine 1, also ein größeres Potenzial hier anlegen würde, also ein High-Potenzial, dann würde das Signal hier über diese Masse, über diesen Transistor auch gegen Masse gezogen werden. Das heißt, ich hätte hier auf jeden Fall immer ein Massepotenzial, also immer Low, beziehungsweise eine, na, das würde entsprechend dann meiner Null entsprechen. Das heißt, völlig egal, welches Potenzial ich hier anlege, ich hätte hier immer ein Low, was ich hier lese. Und deshalb funktioniert diese Schaltung nicht, wenn in diesem Latch eine 0 gespeichert ist. Ich muss also, um zu lesen, muss ich auf jeden Fall vorher eine 1 hier reinschreiben. Dann funktioniert letztendlich dieser Portpin auch als Lesepin. So, wenn ihr die Erklärung, warum man eine 1 in den Port schreiben muss, damit man aus diesem Port-Pin lesen kann, dann doch zu kompliziert war, dann ist das nicht so tragisch. Hauptsache, du merkst dir, dass du eine 1 schreiben musst, wenn du lesen möchtest. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht für den Kurs und mehr braucht man eigentlich auch nicht, um den 8051 wirklich programmieren zu können. Man muss nicht verstehen, warum man eine 1 reinschreiben muss. Wichtig ist nur zu wissen, dass man die 1 reinschreiben muss. Okay, gucken wir uns nochmal den Port an. Ich gehe nochmal zurück in die Programmierumgebung. So ein Port hat nämlich eine sehr angenehme Eigenschaft. Und zwar sind die einzelnen Port-Pins bitadressierbar. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, ich definiere hierzu sogenannte S-Bits, die ich bitweise adressieren kann. Und da nenne ich den beispielsweise T1 und damit meine ich dann den Port 0 und zwar das Bit 1. Gut, mache das gleiche mit T0 auch nochmal. S-Bit T0 ist gleich P0
Damit könnte ich jetzt beispielsweise Taster oder sowas anschließen. Taster 0, Taster 1. Dann wieder das Dach, das findet man auf der Tastatur ganz oben links. Und dann entsprechend die 0. Und jetzt schreibe ich mal in den kompletten Port zunächst eine 0. Also P0 ist gleich 0. Und nur in T1 schreibe ich jetzt eine 1. So, das Ganze kompiliere ich mal. Okay, T0, T1 ist, war schon vergeben. Dann nenne ich das mal Taster 0 oder Bit 0, B0 nenne ich das jetzt mal. T0, T1 brauchen wir später nochmal. So, dann nehmen wir das mal B1. So, für Bit 1 und Bit 0 kompiliere ich das mal. Und schiebe das Ganze mal auf den Emulator. Und dann rufe ich das Programm gleich mal auf. Vorher gucke ich mir nochmal den Port 0 an. So, den Port 0 gucke ich mir an, P0, und lasse das Ganze mal laufen. Und wie gesagt, er schreibt überall eine 0 ein, nur in unser B1. Dort hat er eine 1 reingeschrieben. Also können wir dadurch sehr schön unsere einzelnen Bits einzeln adressieren, indem wir solche S-Bits definieren. Das macht die Programmierung natürlich erheblich leichter, als über diese Masken letztendlich die einzelnen Bits anzusprechen. So kann man die einzelnen Bits einzeln ansprechen, ohne kompliziert mit Masken zu programmieren. Okay, dazu gebe ich dir dann gleich noch nach dem Video eine kleine Aufgabe, die du dann, wenn du Lust hast, bis zum nächsten Mal lösen kannst.